Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Online. Woraus besteht dieses Format? Praktisch Let's Grief GTA Online, was so viel heißt wie ich fuck die Leute ab. Also, was haben wir vor? Wir nehmen einen Oppressor MK2 und gehen auf unser erstes Opfer zu. Der natürlich, wie soll man sagen, er macht gerade eine Ausrüstungsmission für seinen, was ist das, Nachtclub oder ist das, nee, das ist Spielhalle. Ja gut, aber dazu kommt es nämlich nicht. Und zwar, da kommt ein gewisser Mironator in die Lobby rein und macht Faxen. Der fliegt übrigens gerade auch noch hin, mein Charakter. Aber guck mal, was passiert gleich. Oh, hat das Spiel verlassen. Ja, wie kann denn Miro bloß? Cut. Also, mir ist langweilig. Was machen wir jetzt? Natürlich wieder Leute suchen. Rakete, zack und tot. Tja, also. Wie macht er das bloß? Gut, sind zwar Gelenkte zugegeben, so kann jeder einen killen. Außerdem habe ich mir überlegt, komm, wir snipen den noch kurz. 1, 2, 3, bam, weg. Außerdem nervt mich extrem die Bullerei bei sowas. Aber gut, leider kann man nicht die Behörden bestechen auf Dauer. Leider nur für 3 Minuten, aber gut, was wollen wir machen? Ja, übrigens, ich spiele das Spiel eigentlich nur noch zum Griefen, ohne Witz. Aber dazu erzähle ich euch irgendwann mal mehr. Ja, sollte mal so ein Kill kommen und da ist der Kill und zack, Cut. Nachdem sich ein paar Leute im Chat beschwert haben, was ich doch für ein Hurensohn sei, im GTA-Chat, ich weiß nicht, ob man das irgendwo noch lesen kann, dachte ich mir, ich gehe auf die gleich, und zwar auf den pinken, auf den gelben und auf den lilanen soll es noch sein. Lilane greift mich gleich mit einem Flieger an, ich weiß nicht, wie der heißt. Ich kenne nur ein paar Flieger, ich kenne den Savage, Akula, also ich kenne eigentlich schon viele, bloß der eine ist jetzt noch nicht eingefallen. Ich glaube, das war der B11, kann das sein? Kann auch zwar nicht sein, aber gut. Der pinke, mit dem hatte ich eine ganz, ganz lange Konversation in der Lobby. Da ging es hin und her und hin und her. Aber gut, da ich ja eigentlich nur drauf aus... darauf fixiert bin, andere zu killen, also heißt auch alle, nicht nur einen, sondern auch alle zu killen, bin natürlich auf die Hintern gegangen. Da ist ein Pärchen im Auto, die lassen sich irgendwie vom Zug antreiben. Gut, jetzt nicht mehr. Aber hey, man kann auch anders killen. Und zwar so oder so oder so. Geht alles ungelenkt. Das braucht dann schon wieder etwas Skill. Ja gut, der bekommt nochmal aufs Maul. Dann werde ich vom Lilane angegriffen. Der wollte Rache nehmen, nachdem ich den schon ein paar Mal gekillt habe. Also es dürften schon so 17 Kills oder so gewesen sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja gut, aber mich an der Presse zu besiegen, GTA, ist eigentlich nahezu unmöglich. Also hier, 5-0. Gut, es waren zwar schon 17 Kills oder so, aber der hat sich, glaube ich, als MC-Präsident oder so registriert. Und wenn man sich erst als MC registriert oder CEO registriert, dann wird es erst gecountet. Ansonsten ist da meistens kein Counter, aber gut, den Counter-System GTA, den check ich selbst nicht mal. Also von dem her, was soll man tun? Und der Gelbe, das war übrigens ein Lucky Kill gerade. Alter, war das Lucky, das gibt's gar nicht. Aber gut, der war natürlich Ast rein und ja. Ich schneide es gerade mit der Stimme aufnehmen. Ich schneide das gerade nicht zusammen, das ist gerade alles spontan. Deswegen nimm's mir nicht übel, wenn ich mich mal ein bisschen verspreche. Da ist wieder der Pinke am Start. Der hat auf jeden Fall wieder mal eine Rakete gefressen. Da liegt sein Motorrad, was ich gerade zerstören wollte, aber er tut es wieder einlagern durch den MC. Dann wollte ich ihn erstmal per Sniper suchen, aber gut, leider versteckt er sich da hinter dem Haus. Und die Sniper, ich schieße übrigens immer mit dem Präzisionsgewehr, weil die Heavy Sniper bei mir leider Explosivmunition hat und ich immer zu faul bin, das rauszutun. Aber gut, er wollte die Erpressung nehmen. Aber tja, dazu kommt leider nicht. Die Erpressung kommt übrigens auch auf den Müll. Na, der Gelbe bekommt auch nochmal eine RPG. Weiß nicht, schaut ihr Wrestling? Suplex City, sagt Brock Lesnar immer. Ich sage immer RPG City, genau wie jetzt. Perfekt gemacht. Der verlässt, glaube ich, jeden Moment gleich die Lobby. Der Braune killt sich die ganze Zeit nur noch selber. Aber gut, kann ich verstehen. Ich werde dann auch übrigens gleich vom Pinken gekillt. Erstmal der Lilane hier, der fliegt mich. Oder ist es die B11? Ich weiß nicht, schreibt es mal rein. Der wollte mich gerade auch angreifen, aber gut, der kann natürlich die Raketen ausweichen, indem er Kreise fliegt. Dann habe ich mit der Explosive-Sniper ein paar Mal angeschossen. Gut, sollte normalerweise auch ein Kill sein, aber gut, irgendwie ist dieses Fahrzeug hier etwas stabiler. Aber der ist dann, glaube ich, das sieht man auf dem Radar, ist er rausgesprungen. Gut, smart. Kann man so machen. Aber. Schade, hätte eigentlich schon ein Kill sein können. Das war auch schade. Ich habe gehofft, der Gelbe ist irgendwo in der Nähe vom Motorrad, aber naja, man kann es ja mal probieren. By the way, was war das gerade für ein Leck? What the fuck? Der Braune wollte übrigens wieder mal ins Sniper-Duell gehen, aber gut, zack, zack und
Zack. War übrigens so eine schwere Panzerung oder sowas anhatte, deswegen hat er mehrere Schüsse gebraucht. Ich sollte mal die Explosivmunition mal raustun und mal ein bisschen mit der normalen schießen, weil das macht auch derbe Bock, weil dann kann man sie per Headshots killen. Ja, und ihr könnt natürlich immer liebend gerne Chats mitlesen, GTA Online. Also der Chat hier mit den ganz vielen Sternchen. Sind übrigens halt pissig auf mich. Also Lerne schreibt gerade irgendwas, das nutzt natürlich für meinen Vorteil. Sniper, boom. Da kommt der Pinke, killt mich gerade. Ich habe rechtzeitig noch die Haftbombe reingeschmissen, das heißt kein Kill für ihn. Hat er trotzdem gut gemacht. Von der Presse hat er mich, also ich habe meine Presse irgendwie weggelegt oder so, weil ich wollte den mal ein bisschen, ich habe den ein bisschen snipen wollen mit dem Lerne, habe ich auch zweimal bekommen. Da hat er irgendwie wollte er was reinschreiben, habe ich nochmal bekommen, das haben wir auch gerade gesehen. Ja gut, aber es nutzt natürlich der Pinke mit seiner Presse von oben. Gut, der ist natürlich auch nicht so schlecht. Der trifft mich ja schon ein paar Mal. Gut, was ist natürlich die logische Konsequenz? Ich bin auf Radar gegangen, damit ich kurz meine Ruhe habe. Ich habe gehofft, vielleicht snipe ich ihn noch von da, aber das wurde leider nix. Und dann verfolge ich ihn mal mit der Oppressor. Er geht natürlich auch auf Radar. Ist natürlich smart. Würde ich auch so machen. Das heißt, ich verfolge ihn über die ganze Karte. Da waren übrigens noch zwei Klötze, die habe ich auch kurz mal weggelegt. Fertig. Na, wen haben wir denn da? Da wollte er mich schon anfliegen, aber ich gehe kurz in Deckung. Düppel. Aber er hat auch Düppel drin, deswegen kann ich ihn nicht anvisieren. Und jeder halbwegs intelligente Oppressor-Flieger fliegt natürlich nicht strohdumm erschmalen an und schießt die Raketen voll, sondern er macht's wie er. Ich mach's aber auch und kenne die Taktik. Das heißt, Rakete, zack, zack, boom, fertig. Lobby done. Mironator is off.